Und jetzt gebe ich dir einen Tipp. Jetzt gebe ich dir einen Tipp und wirklich, Bruder, da müssen wir, Bruder, da müssen wir wirklich weinen. Da müssen wir wirklich weinen. Jetzt, ich weiß, viele Leute kennen mich hier, die hier sitzen und die wissen, wir gehen durch ganz Deutschland, erzählen den Leuten was von Islam, so wie Gott uns die Möglichkeit gegeben hat. Dann findest du in so Internetforen, findest du so Sachen, ja, was arbeitet der denn überhaupt? Ja, was interessiert dich, was ich arbeite? Willst du wissen, welche Marke meine Waschmaschine ist? Was interessiert dich das? Hey, was ist eine Schande? Ach, es ist eine Schande, dass jemand, der hier, wo Tausende, 99% der Jugendlichen nicht beten und jemand läuft durch Deutschland und macht Vorträge, es ist eine Schande für die islamische Umma, dass der arbeiten muss. Eine Schande. Wallahi, Achi, soll ich dir was erzählen? Ich gebe dir jetzt einen Tipp. In Kirgisistan, vor 100 Jahren gab es dort 99% Muslime. 99%, kommt einer aus Kirgisistan? Nein, okay. 99% Muslime. Heute gibt es dort 350 Zentren von den christlichen Missionaren aufgebaut, wo die Vollzeitmissionare finanzieren, die müssen nicht arbeiten, die sind den ganzen Tag zuständig, Bücher zu verteilen, zack, 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 und die Leute zum Christen zu rufen. Rat mal, wie viel Prozent das runtergegangen ist. 40% ist die Zahl der Muslime runtergegangen. 40%. 40%. So. Dann Indonesien, das größte islamische Land. Jetzt rat mal, wie viele Duat, Prediger, Missionare, sagen wir jetzt mal, kommen aus den arabischen Ländern und aus der Türkei nach Deutschland speziell. Speziell, um die Nicht-Muslime zum Islam zu rufen. Wie viele? Kennst du einen? Ich kenne keinen einzigen. Ich kenne vielleicht Leute, die in Deutschland leben, aber ich kenne keinen einzigen. Wenn mal jemand kommt, kommt der im Ramadan, um mit den Muslimen zu reden. Ich kenne keinen einzigen. Okay, ich frage dich, wie viel Ausländer, wie viel fremdsprachige, nicht indonesische, christliche Missionare gibt es in Indonesien? Meine Zahl, ratet mal. 100 hast du gesagt, du hast 50 gesagt, 1000? 1 Million. Wir haben 100. Wisst ihr, wie viele? 27.000. 27.000 Missionare. Subhanallah, kannst du dir das vorstellen? Und da fragt keiner, was arbeiten die? Was verdient er sein Geld? Weil diese Leute, weil die verstanden haben, die Christen, dass denen ihr Glaube in etwas wert ist. Aber bei uns ist nur Couscous. Couscous, Kebab, die Moschee ist dazu da, sich zu treffen, ein bisschen zu essen. Jedes Mal, wenn ich Freitagspredigt bin, jedes Mal, komm, ja Bruder, morgen gibt's Essen. Morgen ist Akika. Morgen ist Heirat. Was ist das, Achi? Hat schon mal jemand gesagt, morgen gehen wir raus und verteilen Bücher für Islam? Nie. Guck mal, ich war letzte Woche war ich in Bosnien gewesen, ne? Guck mal, wir haben Diskussion gehabt mit Christentum und so weiter und so fort. Hör mal, die kommen ja alle mit hier. Neues Testament, Novi Serviet, überall verteilt. Wer hat in Deutschland einen Koran verteilt? Wer hat in Deutschland ein Buch verteilt, wo was über Islam drin steht? Bruder, wallahi. Ja, Bruder, es gibt eine Gruppe. Ich frage hier, Achi, hier. Ich frage jeden Einzelnen. Ich kenne auch Leute, die das gemacht haben. Aber ich rede davon, wer ist wirklich bereit, etwas für die Religion zu tun? Weil es geht darum, dass wir bereit sein müssen und vorbereitet sein müssen. Und wallahi, Achi, wir sind zwar hier in Europa werden immer mehr Leute Muslime, nur warum? Warum? Weil irgendein islamischer Verband gesagt hat, ja, wir fangen an, die Leute zum Islam zu rufen. Nee, weil irgendeine Moschee angefangen, nein, weil das Initiativen von einzelnen Leuten sind oder weil einzelne Leute sich mit dem Islam beschäftigt haben. Der Rechtsanwalt erzählt, ich habe den Koran gelesen, ich habe die Sunna gelesen, ich war davon überzeugt, dass Islam die Wahrheit ist. Bumm. Und dann wird der Muslim. So, und wenn dann jemand kommt, wallahi, achi, guck mal, dass man nichts macht, ist schon katastrophal. Aber jetzt kommt noch jemand
Und ich rede jetzt von mir, Alhamdulillah. Ich meine, die meisten kennen mich hier. Und er fängt an, mit Leuten Debatten zu haben, zu diskutieren. Nicht, dass die den Mund halten. Nicht, dass die einen unterstützen. Die fangen auch noch an, gegen einen den Krieg zu erklären. Ach, Wallahi, qatalahumullah. Qatalahumullah. Die fangen auch noch an, denjenigen, der anfängt, mit den Leuten den Islam beizubringen. Die sagen, also der Herr Vogel, das, was der macht, das ist aber unislamisch. Unislamisch! Unislamisch, wenn ein Verband in Deutschland 870 Moscheen hat, wo in keiner einzigen Moschee auf Deutsch gepredigt wird, wo in keiner einzigen Moschee ein Ansprechpartner auf Deutsch ist. Das ist unislamisch. Aber es ist bestimmt nicht unislamisch, wenn einer sagt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, Qulu la ilaha illallah tuflihu, sag la ilaha illallah und ihr werdet erfolgreich sein. Kann das falsch sein, wenn jemand das sagt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat? Kann das falsch sein, wenn jemand den Koran aufschlägt und sagt, hier, im Koran steht drin, فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ لُدَّ. Wir haben den Koran leicht für dich gemacht, in deiner Sprache, damit du damit die Gottesfürchtigen frohe Botschaft gibst und damit du ein hartnäckiges Volk warnst. Warnst. Heute sagst du, du redest von der Hölle. Ja, erzähl dir nicht von der Hölle. Erzähl dir nichts davon. Nicht davon! Schlag mal den Koran auf! Welche Botschaft vertrittst du? Tarib wa Tarib. Jeder Koranvers. Glaub mir, wenn wir den Koran jetzt aufschlagen, sagt, warte. Findest du auf jeden Fall was von Hölle. Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wa nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim yadilun. So, und du siehst sofort, und dann kommt irgendwo, wird jetzt kommen, und wer nicht an Allah glaubt, und so weiter und so fort, der wird verloren sein. Egal, welche Seite du aufstehst. Weil das ist die Botschaft, die man vermitteln muss. Normalerweise, wisst ihr was, in den freikirchlichen Gruppen, gibt jeder, der in die freikirchliche Gruppe geht, 10% von seinem Vermögen, was der monatlich hat, aus für die Arbeit der Gemeinde. Wallahi, achi, wenn wir irgendwo hinfahren, wir nehmen keine Spendengelder, wir sagen, wir verkaufen Aufkleber, ja, damit du selber Hassanet hast, vielleicht sieht jemand den Aufkleber und wird damit auf, kommt auf die Seite, wird Muslim, dann siehst du die Leute da stehen. Hey, warte mal, 5 Euro? Können wir nicht 3 Euro machen, achi, subhanallah. Ey, was geht ab, achi? Was geht ab? Achi, das ist erstmal Hassanet für dich. Ich rede jetzt nicht über jeden Einzelnen, ich rede allgemein. Das ist erstmal Hassanet für dich. Und ist man nicht bereit, einen einzigen Cent für diese Dauerarbeit auszugeben? Subhanallah, achi. Ich kann nicht weiter studieren, um die Religion zu verbreiten, weil ich keine Kohle dazu habe. Ist das nicht eine Schande? Achi, bei 4 Millionen Muslimen in Deutschland. 4 Millionen Muslime in Deutschland haben es nicht geschafft, einen einzigen Menschen zu unterstützen, der ins Ausland geht, dort die Religion lernt und zurückkommt. Das haben wir nicht geschafft. Und du gehst auf die Straße und Alhamdulillah, wir freuen uns heute, so viele Jugendliche, so viele Mädchen, Mashallah, mit Hijab. Aber geh doch mal raus. Geh doch mal raus und zieh dir diesen Horrorfilm an, rein. Geh doch mal raus. Wie viele Jugendliche kennst du jetzt, der mit seiner Freundin unterwegs ist oder die mit ihrem Freund unterwegs ist? Oder der nicht betet oder der im Knast sitzt? Wallahi, achi, guck dir die Jugendjustizvollzugsanstalt an. 65% Muslime. Und wir sind nur 3 Millionen hier von der, oder 4 Millionen von der Bevölkerung her. Achi, wallahi. Und dann wird Dawa gemacht mit den Nicht-Muslimen. Du gehst hier durch die Stadt. Jedes Mal, du gehst durch die Stadt, du siehst da Zeugen Jehovas, Hare Krishna, Mormonen, Evangelikale, Pfingste, siehst du, die sind am Verteilen. Wenn du da hingehst als Muslim, dann sagen die zu dir, er ist unislamisch. Wer Muslim werden will, wird Muslim, wer nicht Muslim werden will, wird nicht Muslim. Ja, stimmt, ich habe auch nichts anderes gesagt. Oder haben wir jemanden gezwungen, Islam anzunehmen? Haben wir jemanden gezwungen? Und wir müssen ihm sagen, das ist Islam, hier, bitteschön. Ansonsten, du siehst das Ergebnis. Ach, wir sehen das Ergebnis um uns herum, sehen wir das Ergebnis.